Liebes Tagebuch, ich habe dir sehr lange nicht geschrieben. 14 Jahre. Aber schön, mal wieder hier zu sein. Seit etwa einem Jahr produziere ich Videos für meinen YouTube-Kanal und mittlerweile ist das zu einem Hobby geworden, dem ich mich täglich widme. Momentan mache ich eine Minimalismus-Challenge, bei der man jeden Tag eine Aufgabe meistern muss. Die heutige Aufgabe ist, 20 Minuten Tagebuch zu schreiben. Ich freute mich sehr darauf und überlegte mir schon mal, was ich dir nach all den Jahren erzählen kann. Ich entschied mich, dir das Aktuellste zu berichten, als hätten wir uns nie aus den Augen verloren. Und in der Zwischenzeit stellte ich einen plötzlichen Anstieg meiner Abonnentenzahl fest. Erst kürzlich erreichte ich 400 Abonnenten auf meinem Kanal und schon allein darüber war ich super glücklich. Und auch wenn primär im Vordergrund steht, meiner Leidenschaft, also dem Drehen und Schneiden nachzugehen, so freut man sich als YouTuber natürlich auch immer, wenn der Kanal bzw. die Community wächst. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, aber ich freue mich immer noch über jeden einzelnen Zuschauer, der meine Videos gerne guckt. Und ich bin auch immer noch sehr fasziniert davon, wie sich eine Community aufbaut und wie viele tolle Menschen man kennenlernen kann. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Doch heute war irgendwas anders. Denn bisher fanden in unregelmäßigen Abständen vielleicht 2, ganz selten mal 3, neue Abonnenten zu meinem Kanal und oft auch mal keiner an einem Tag. Heute Morgen allerdings traute ich meinen Augen gar nicht so recht, denn gegen 10 Uhr, als ich das erste Mal auf meinem Kanal war, sah ich eine freudige 416, nachdem ich mich an eine 413 am Vorabend erinnerte. Seitdem ich diese Minimalismus-Reihe auf meinem Kanal gestartet habe, freute ich mich immer mehr, dass so viele Menschen ähnliche Gedanken wie ich über einen minimalistischen Lebensstil haben. Ich habe also schon bemerkt, dass meine Idee, die Challenge zu beginnen, einen großen Anklang gefunden hat. Als ich die Challenge auf einem amerikanischen Blog entdeckte, war ich sofort davon überzeugt, dass das genau mein Ding ist. Und um mir selbst die Spannung zu erhalten, las ich mir noch nicht alle Aufgaben für jeden Tag durch, sondern entschied mich sofort dafür, das Ganze in Videos festzuhalten, um meine Community an der Challenge dran teilhaben zu lassen. Auf YouTube gab es bisher natürlich viele Minimalismus-Videos, aber diese Challenge konnte ich nirgends finden. Das motivierte mich noch mehr, das Ganze umzusetzen, um vielleicht den einen oder anderen zu motivieren, diese Challenge ebenso auszuprobieren. Ich glaube, auch wenn vielleicht ein großer Teil den Minimalismus erst seit kurzem für sich entdeckt hat, oder das Interesse bei einigen auch erst durch den aktuellen Trend geweckt wurde, ist es nicht verkehrt, wenn Menschen sich etwas mehr auf Wesentliches konzentrieren. Denn ob aus Trendgründen oder aus Eigeninitiative, verkehrt für die eigene kleine Welt um einen herum ist es sicherlich nicht. Und dann bemerkte ich heute nach einigen Stunden, dass meine Abonnentenzahl immer noch stieg. Innerhalb von wenigen Minuten wuchs meine Community für meine Verhältnisse rasant. Ich konnte es gar nicht glauben. Mittlerweile stand da eine 430. Erst glaubte ich an einen Fehler, doch später entdeckte ich, dass ich tatsächlich eine sehr sympathische YouTuberin namens Sissy dazu motivieren konnte, ebenso diese Minimalismus-Challenge auszuprobieren. Ich war begeistert. Es ist so schön, wenn man sieht, dass man Menschen inspirieren kann. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen YouTube mir so viel Spaß bereitet. Dass sie mich in der Infobox unter ihrem Ankündigungsvideo, dass sie die Minimalismus-Challenge machen möchte, verlinkt hat, freute mich natürlich ebenso sehr und somit erkannte ich auch die Ursache meines plötzlichen Kanalwachstums. Dankeschön, liebe Sissy. Als ich das letzte Mal guckte und es fällt einem bei so einem unerwarteten Anstieg nicht leicht, nicht ständig zu gucken, waren es unglaubliche 470 Abonnenten. Trotzdem habe ich ab diesem Zeitpunkt aufgehört zu gucken, weil ich es auch immer noch gar nicht glauben kann. Ich lasse das für heute sacken und sage vom Herzen an alle Danke und bis morgen.